Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns die Stundenabrechnungen unter Berücksichtigung der neuen Dokumentationspflicht, die ab dem 01.02.2015 gesetzlich verankert wurde oder beziehungsweise verabschiedet wurde, ansehen. So, jetzt könnt ihr sagen, was ist das? Für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, möchte ich es kurz erklären. In der Vergangenheit war es ausreichend, wenn Sie für ein Personal gesagt haben, zum Beispiel, Sie möchten eine Stundenliste anlegen. Dabei hat es ausgereicht, wenn Sie die Stundenanzahl für den jeweiligen Tag eingetragen haben. So, ich sage jetzt einfach mal hier 3 Stunden und am dritten war er 4 Stunden da und so weiter. Heutzutage muss es ein bisschen anders bzw. ausführlicher sein. So, wenn wir Stundenabrechnungen oder auf Stundenabrechnungen klicken, können wir dann sagen, okay, wir wollen neue Stundenlisten erstellen, die ab dem 01.02.2015 gültig sind. Okay. Bevor wir hierzu kommen, möchte ich Ihnen noch gleich 2, 3 kleine Tipps mitgeben oder Empfehlungen mitgeben, die Ihnen das Arbeiten mit Wabi Profi 3 in diesem Fall leichter machen. Zum einen mal sollten Sie im Personalstamm für Ihr Personal natürlich den Stundenlohn in der Karteikarte Lohnprovisionen eingetragen haben. Denn wenn Sie das eingetragen haben, werden die Werte direkt vom Stundenlistenmodul, also von dieser neuen Maske, übernommen. Und Sie müssen nicht jedes Mal den Stundenlohn eintragen. Hierbei bitte ich zu berücksichtigen, dass natürlich ab 01.01.2015 in Deutschland für Aushilfen oder generell ein Stundenlohn von 8,50 Euro als Mindestlohn festgesetzt wurde. Des Weiteren finden Sie in Administration Systemeinstellungen gibt es die Option Feiertage definieren. Hier sollten Sie die Feiertage für das dementsprechende Jahr sich berechnen lassen. Einfach indem Sie hier das Jahr anklicken und dann sagen Feiertage berechnen. Wozu ist es gut? Zeige ich Ihnen in der Praxis. Also das sollten Sie tun, das ist ein Klick, Sie bestätigen die Abfrage, ja, das wollen Sie tun und dann ist gut. Diese Liste können Sie natürlich für Ihr Bundesland dementsprechend editieren, anpassen. Oder Sie sagen, okay, der 14., jetzt nur mal als Beispiel, ist kein Feiertag bei uns, ja, dann löschen Sie den einfach. Oder, keine Ahnung, oder Rosenmontag ist auch kein Feiertag, dann löschen Sie das. Also können Sie sich selber zusammenbasteln, wie Sie es brauchen. Das machen Sie ja nur einmal pro Jahr, also ist kein großer Aufwand. Wenn Sie das alles gemacht haben, steht Ihnen schon ein gewisser Grundkomfort zur Verfügung, den Sie dann auch nutzen können. Und nun kommen wir zu den Stundenlisten. Wir sagen hier für unseren Max Mustermann, wollen wir nun eine neue Stundenliste anlegen. So. Hier geben Sie das Datum ein. Sie können auch mit Minus oder mit Plus das Datum verändern. Und natürlich können Sie es auch von der Hand eingeben. Dann, wenn Sie einen Tag eingeben oder ein Datum wählen, an dem Sie laut Feiertagsliste einen Feiertag haben, wird Ihnen automatisch neben dem Datumsfeld der Feiertag oder dieser besondere Tag angezeigt. Es ist einfach ein visueller Hinweis für Sie, dass Sie sagen, okay, ist das richtig so? Auch haben Sie oben über dem Datumsfeld die Anzeige des Wochentags, weil es könnte ja sein, dass Sie aus Versehen da sagen, oh, jetzt habe ich den 15. eingegeben. Ja, es war vielleicht der Sonntag und das wollten Sie gar nicht. Okay, also legen wir jetzt an. Wir sagen also, am 01.02. war der Max Mustermann von 9 bis um 13 Uhr da. An der Stelle, oder kommen wir einfach da dazu, dass ich sage, hier könnten Sie, also wenn Sie 9 eingeben, machen wir so, und dann Enter drücken, wird der Stundenlohn an dieser Stelle ja vom System für das Personal übernommen. Das ist schon mal ganz cool. Des Weiteren haben Sie hier unten eine Liste, in der Sie sagen können, die Tätigkeit, da war er krank, da hat er Urlaub gehabt, ne? Wie auch immer. Sie können Ihre Liste natürlich selber definieren, dass Sie sagen, okay, das ist eine neue Tätigkeit und die könnten Sie dann per Doppelklick einfach übernehmen, wenn Sie wollten. Okay. Die Stundenliste können Sie nicht editieren, also können Sie nichts eintragen, weil Wabi Profi 3 das selber ausrechnet. Und ich mache jetzt mal hier bewusst einen Fehler. Hier sagt Wabi Profi 3 nun, pass mal auf, lieber Benutzer, 90 Stunden gibt es nicht. Okay, klar. Also sagen Sie, okay, 90 Stunden gibt es nicht, also 09. Im Klartext, Sie müssen Stunden, die unter 10 liegen, natürlich mit 0 führend eintragen, also 01, 02, 03 und so weiter. Und bei den Minuten ist es so, werden Viertelstundintervalle akzeptiert. Das bedeutet 00, 15, 3.
30 und 45 sind gültige Eingaben. Wenn Sie hier zum Beispiel sagen 9.10 Uhr und sagen nun speichern, sagt Wabi Profi 3, passen auf, die Minuten passen nicht. Er sagt Ihnen dann auch, dass in dem Feld von die Minuten nicht in Ordnung sind. Und dann können Sie hier reingehen und dementsprechend Ihre Minuten richtig eingeben. Ups, 15 wollte ich. 09.15. So. Jetzt sagen wir speichern. Wir sehen nun, dass Wabi Profi 3 hier in der Liste die neue Arbeitszeit eingetragen hat. Hier sagt Wabi Profi 3, er hat 3,75 Stunden, was umgerechnet in Stunden und Minuten 3 Stunden und 45 Minuten entspricht. Machen wir einen neuen Eintrag. Wir sagen, am 3.2. war er da, sagen wir von 14 bis 18 Uhr. Okay. Und hier sage ich auch wieder speichern. Jetzt haben wir hier den nächsten Eintrag. 14 bis 18 Uhr am 3. und am 1. hier von 9 bis 13 Uhr. Wenn Ihnen jetzt einfällt, ach, er war ja am 1. auch nochmal da, dann müssen Sie einen neuen Eintrag machen. Das heißt, wenn er Vormittag und Nachmittag da war, aber Mittag Pause hatte zum Beispiel. Okay, ich möchte kurz hier unten noch auf das hier verweisen. Wir haben hier Arbeitstage laut Liste. Wir haben zwei Arbeitstage und der Max Mustermann war 7 Stunden 45 Minuten da. Jetzt, um Ihnen das Ganze zu verdeutlichen, was ich jetzt meine. Ich sage, am 1. war er auch nochmal da, also da war er Vormittag und Nachmittag da. Dann müssen Sie es halt eingeben, dass wir sagen, er war von 14 bis 16.30 Uhr zum Beispiel da. Wenn wir das Ganze nun speichern, erhöht sich lediglich die Anzahl der Stunden. Warum? Weil wir zweimal den 1.2. hier haben. Also der 1.2. ist ja ein Tag, klar, und demzufolge wird der Tag nur als ein Tag gewertet. Er war halt länger einfach da. Okay, das Ganze, oder wenn Sie sich irgendwie vertan haben, sagen, ah, da habe ich mich ja total vertan, dann klicken Sie den Datensatz an und klicken hier einfach auf Ändern. Und dann können Sie die Änderungen vornehmen, dass Sie sagen, nee, das war ja nur bis 12 Uhr. Und dann speichern Sie das Ganze ab. Sind Sie mit der Erfassung Ihrer Listen fertig, dann klicken Sie einfach auf Drucken. Momentan ist es so, dass, wenn Sie auf Drucken wählen, dass die dementsprechende Stundenabrechnung für das gewählte Personal für den gewählten Zeitraum angezeigt wird. Das können Sie nun, indem Sie auf den Button Drucken klicken, zum Ausdruck bringen. In Zukunft wird es so sein, also in einem der nächsten Updates wird es so sein, dass wenn Sie auf den Button Drucken klicken, überprüft Wabi Profi 3, ob für den Zeitraum, in unserem Beispiel Februar 2015, ob es da schon mehrere Stundenlisten gibt. Wenn es mehrere Stundenlisten gibt, dann wird Ihnen Wabi Profi 3 die Frage stellen oder ja, Sie fragen, was er machen soll, ob er nun alle Stundenlisten auf einmal ausdrucken soll oder ob er nur die von Ihnen selektierte Stundenabrechnung für das selektierte Personal zum Ausdruck bringen soll. Aber wie gesagt, das kommt in einem der nächsten Updates. Okay, also ganz simpel, ausdrucken, natürlich im Personal unterschreiben lassen, damit es hier richtig war. Und ich bitte Sie natürlich zu berücksichtigen, dass Sie diese Stundenabrechnungen natürlich sauber und korrekt eintragen sollten. Denn es ist jederzeit reproduzierbar, wenn Sie, was wollte ich jetzt? Genau, wenn Verkäufe getätigt werden, zum Beispiel, ja, und Sie sagen, am 5.2. war der Max Mustermann da und in den Stundenabrechnungen haben Sie aber am 5.2. für den Max Mustermann keinen Eintrag drin, dass er gearbeitet hat, kann das unter Umständen bei einer Prüfung zu berechtigten Nachfragen führen, denen Sie sich dann stellen müssen. Also bitte aufpassen und wirklich das eintragen, was gelaufen ist. Das heißt, wenn der da war, dann tragen Sie noch ein. War er nicht da, tragen Sie nicht ein. Soweit alles gut. Okay, dann sind wir also mit dem Thema der Stundenabrechnungen durch und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.